damit herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft wahr oder falsch. Zusammen mit meinem Gegner Ben. Ja, Hallöchen. Ja, hallo. Für die Leute, die das letzte Video noch nicht gesehen haben. Wirklich, Leute, das Video kam super gut bei euch an. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, noch eine zweite Folge davon zu machen. Und zwar geht das Spiel wie folgt. Wir beide stellen uns gegenseitig Fragen. Zum Beispiel hier. Das hier ist falsch, das hier ist wahr. Und zwar kann man hier ganz einfach die Frage stellen. Zum Beispiel können wir die Frage hinpacken, wie heißt Bens YouTube-Kanal? Entweder Banks, das wäre dann hier, oder Nippelheimer. Genau! Unten befindet sich dann eine Belohnung, wenn man die Frage richtig beantwortet hat. Und je mehr Belohnung man geschnappt hat, desto besser ist man auch für das Battle ausgerüstet, denn man kann diese Sachen hier gewinnen. Hey, ich weiß gar nicht, was man gewinnen kann. Sag mal her. Oh, ja, man kann hier eine wunderschöne Diamantausrüstung. Eins. Hey! Ich glaube, das haben soweit alle verstanden. Deshalb legen wir direkt los. Ich gehe hier auf meine Seite, Ben geht auf seine Seite. Und let's go. Let's go. Ben, könntest du dich muten, damit ich hier alles laut vorlesen kann? Natürlich. Danke, danke, danke. Bis später, tschüss. Okay, unsere erste Frage lautet, wie viele Aufrufe hat das Video WAP? WAP. Oh, das ist eine schwierige Frage. Wir machen erstmal umgekehrt, weil wir dürfen natürlich auch die richtige Antwort hierhin machen. Das ist nur zur Deko. Hier. 54 Millionen. Das ist die richtige Antwort übrigens. Oder 3. Nee. Das ist eine blöde Zahl. 31 Millionen. Haha, darauf kommt der nie. Wir holen uns erstmal die Sachen hier einmal aus der Kiste raus. Zack. Und dann können wir hier irgendwas hier reintun. Zack. Hier tun wir rein. Ich würde sagen, den Bogen mit Pfeilen. Zack. Die nächste Frage ist ein bisschen schwieriger, weil das kann keiner eigentlich wissen. Außer mir jetzt. Denn die nächste Frage lautet, wie viele Flaschen hat Elina gerade auf ihren Tisch? Die korrekte Antwort lautet hierauf 4 oder, ich habe mit Ben schon ein bisschen darüber geredet, 2. Die richtige Antwort lautet jedoch die Nummer 4. Und da packen wir einmal den goldenen Apfel rein und die goldenen Karotten. Ja, die nächste Frage ist eigentlich relativ leicht. Da möchte ich das Schwert dann reinpacken. Welche ist Elinas Lieblingsfarbe? Ach nee, Moment. Wir haben jetzt so oft hier die richtige Antwort reingemacht. Jetzt müssen wir hier mal die richtige Antwort machen. Rot oder lila? Na Leute, was denkt ihr? Rot oder lila? Rot. Ich finde Rot super. Das sollte Ben eigentlich wissen müssen. Ansonsten bin ich schon echt enttäuscht von dir, Ben. Zack. Nächste Frage. Was haben wir jetzt? Nächste Frage. Oh Gott, oh Gott. Oh, um wie viel Uhr schreibe ich diese... Oh, schneller. Diese Frage. Hier. 19.55 Uhr oder um 19.54 Uhr. 19.55 Uhr ist richtig. Oh, dann müssen wir natürlich hier hin. Zack. Bam und bam. Und die finale Frage. Was könnte denn eine finale Frage sein, Leute? Oh, ich habe echt keine Ahnung. Oh Leute, jetzt habe ich eine krasse Frage. Und zwar, Ben beschwert sich ganz gerne darüber, dass ich Schuhe in der Wohnung habe, was auch grundsätzlich richtig ist, aber irgendwie trage ich trotzdem Schuhe in der Wohnung. Macht das nicht nach, Leute. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Trage ich gerade Schuhe? Hier ja und hier drüben nein. Die Antwort ist, nein, gerade trage ich keine Schuhe, damit meine Wohnung auch blitzeblank bleibt. Also ich bin jetzt ready mit meinen Fragen. Mal gucken, wie weit Ben ist. Oh, der braucht ja noch Jahre.
Uiuiuiui, da kann er sich mal entmuten. Hallo, ich bin doch nicht fertig, Elina. Ich hab's gesehen. Du schon mal nicht mal mit Fragen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nur gesehen, dass du noch nicht fertig bist. Okay, wir beide sind ready für das Battle. Ich würde sagen, weil wir näher an meiner Seite stehen, kannst du gleich mal den Anfang machen, Ben. Let's go. Wie viele Was? Wie viele Aufrufe hat das Video? Wow. Hat das so viele? Alter, ich hätte gesagt so 10 Millionen. Okay. Naja, dann würde ich sagen 31, weil ich glaube, das ist sonst zu... Och, nee! es war 54 Millionen! Das hat mich echt überrascht. Okay, dann geh ich mal rüber zu dir. Ach so, abwechselnd, okay. Ja, aber klar. Eigentlich andersrum, aber mach so, ja. Dann beginnst du mit der schweren Frage. Wie viele Videos gibt es bei dir? 131, 127? Was? Eine blöde Frage, aber ich glaube, es sind 131. Jawohl! Oh, ob du dann echt noch richtig drehst. Ja, klar! Uhu, schnell wieder raus hier. Okay. Wie viele Flaschen hat die... Was? Wer soll ich denn das wissen? Ja. Locker nur zwei. Ey, ja, falsch, Mann! Wieso hast du so wie Pfand da rumstehen? Das sind nicht nur Pfandflaschen. Okay, rüber zu deiner nächsten Frage. Erfolgreichste App der Welt. WhatsApp, also Facebook. Ui. Ui, 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 ui. Boah, das ist eine gute Frage. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ich sag WhatsApp. Ah, oh, Manu! Okay, ich bin dran. Jawohl. Welche ist Elinas Lieblingsfarbe? Yeah. Rot. Jawohl. Endlich mal was richtig hier. Wie lange dauert ein Minecraft-Tag? 20 Minuten? 10 Minuten? Boah, ich war mir sicher. Das waren... Ah nein, verdammt. Oh Mann. Falsch, falsch, falsch. Okay, Leute. Das sind schwere Fragen heute. Um wie viel Uhr schreibe ich die... Das ist schon ein bisschen her, ich glaube 54. Ey, als ob das schon wieder falsch ist! Immer wenn ich raten muss, ist es falsch. Ja. Was sind denn das für gemeine Fragen, Elina? Das kann ich gar nicht wissen. Ja, ich weiß. Welches Essen in Minecraft ist am besten? Goldene Karotte, also, Kaninchenragout. Es gibt da jetzt verschiedene Methoden, das zu messen. Okay. Wir gehen aber nach den Sättigungspunkten. Also sprich, wie viele Hühnerkeulen da unten links... Kaninchenragout. Ah, ja, dir. Ja. So. Okay, nächste Frage, letzte Frage. Trage ich gerade Schuhe? In Minecraft? Nein, irgendwo. Im echten Leben. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es könnte auch eine Fangfrage sein. Da müssen wir nochmal sicher gehen. Ja, es war so klar, dass es eine Fangfrage ist. Ich habe nur eine richtig. Ich habe noch nicht mal ein Schwert, Ben. Ja, jetzt kommt die Schwertfrage. Die ist ja super, habe ich extra angefangen. Wie viele Baumstämme braucht man für einen Ofen? Ach, null. Hä? Doch. Zwei? Für einen Ofen? Ja. Warum? Ja, null ist nicht die Antwortmöglichkeit, also... Aber Minecraft-Ofen oder was jetzt? Ja. Aber da macht man doch nur einfach rundherum. Du startest in der Welt. Let's go. Wie viel brauchst du? Ach so, meinst du das? Warte. Ein Baumstamm, da kriege ich 4 raus. Richtig. Dann habe ich, dann crafte ich mir eine Werkbank. So, und dann habe ich keine mehr. Das ist richtig kombiniert. Aber dann hast du immer noch keinen Ofen. Ja, aber wieso ich denn... Aber, ach so, Moment. Also, dann mache ich mir einen zweiten. Dann mache ich mir daraus Stöcker. Habe ich nur noch 2 Holz. Und wie soll ich dann die Spitzhacke machen? Ja, dann brauche ich 3.
Richtig. Oh Gott, das hat aber lange gedauert. Hui. Ey, ich hab nicht mal was zu essen, Alter. Schwert und eine Hose. Ja, ich hab keine Hose und keine Schuhe. Dann sind wir ja quitt. Besser als dein Zeug hat man doch schon einen Tick besser. Okay, Leute, wir legen los mit dem Battle. Ben, bist du bereit? Jawohl. Jawohl. Let's go. Das war gegen die Regeln. Was war denn hier gegen? Ach so, du hast deine Sachen verloren. Geht direkt weiter. Ich lasse dich nicht regenerieren. Du regenerierst, glaube ich, so. Ja. Meine Sachen. Jo, du hast sogar Sachen. Essen und einen Goldapfel. Jawohl, hab ich. Wie soll ich denn so gewinnen, ey? Jetzt hab ich einen Goldapfel. Lass mich hier durch. Geh weg, Elina. Ich hab Angst. Oh. Mann, ey, wie viel Leben haben wir? 3? Jo, jetzt ein Goldapfel! Oh. Ah. Schade, ich dachte, kann ich reinschlagen. Oh, ich dachte auch, dann wäre ich gestorben. Jetzt regenerierst du halt mega, das kassiere ich ja gleich wieder. Ja. Bei dem ist erstmal die Mine und die Diamantenfarm. Oh Mann, den habe ich ja mega verschwendet. Aber bringt mir nichts, bin gestorben. Ey, du hast schon gewonnen, Elina. Ach, ich hab schon gewonnen. Ja, wir sind gleichzeitig gestorben. Ich hab gewonnen. Jawohl. Zack. Yes, Leute. Okay, diese Runde ging an mich. Das freut mich sehr. Die letzte Runde ging ja auch schon an mich. Aber die war die ja ging auch an mich. Ich hab gewonnen. Naja, da ist alles explodiert dann eigentlich. Ja, und dann habe ich dich gekillt. Das hab ich gewonnen. Okay, stimmt auch wieder. Aber Leute, wir machen natürlich noch ein grandes Finale. Das müssen wir nochmal explodieren lassen. Es war letztes Mal so lustig. Und deshalb machen wir das jetzt heute nochmal. Okay, ich würde sagen, wir können starten, oder? Oh, verfehlt. Hm? Hallo? TNT? Oh, jetzt geht's los! Warum denn so verspätet? Feuer reibt sich aus! Ui! Oh, krass! Hier ist eine Wasserquelle wieder, wusstest du ja. Ja, habe ich auch gerade entdeckt. Dann können wir hier jetzt baden. Und Leute, falls euch hier die Folge gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst auch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, was ihr auch gerade so treibt, Leute. Und haut da rein. Tschüss.